Heute koche ich für euch Bratwurst mit Kartoffelpüree. Für dieses Gericht brauche ich einen Stampfer, eine Pfanne und eine Reibe. Ich brauche auch einen Topf und einen Sparschäler. Welche Zutaten brauche ich? Ich brauche pro Person eine Bratwurst, etwas Gemüsebrühe und Kartoffeln. Außerdem brauche ich etwas Muskatnuss, Milch, Salz und Butter. Jetzt kann ich mit der Zubereitung beginnen. Zuerst schäle ich die Kartoffeln. Dann schneide und wasche ich sie. Wenn das Wasser kocht, gebe ich etwas Salz hinzu. Danach gieße ich das Wasser ab. Für das Kartoffelpüree gieße ich etwas Milch in den Topf und verrühre die Gemüsebrühe mit der Milch. Danach reibe ich die Muskatnuss und gebe die Butter hinzu. Dann stampfe ich die Kartoffeln zu einem Püree. Für die Bratwurst schmelze ich etwas Butter in der Pfanne. Wenn die Butter geschmolzen ist, brate ich die Bratwurst an, bis sie braun gebraten ist. Ich wünsche euch einen guten Appetit.